Eine Eröffnung der ganz besonderen Art stand Anfang September in Nenzing an. Fitpark heißt das neue Fitnesscenter im Wirtschaftspark Vaigau. Bei der offiziellen Eröffnung wurden die frisch fertiggestellten Räumlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes gestürmt. Geschäftspartner, Freunde und Verwandte von Eigentümer Mike Zech waren gekommen, um sich ein Bild vom neuen Fitnesstempel in Nenzing zu machen. Die Mühe hat sich gelohnt. Es war ein strenger Tag heute. Ich bin froh, wenn ich ins Bett komme, aber es war der Hammer heute. Viele Leute hier, sind so viele gekommen, wie du dir erhofft hast auch? Ja, ich war selber ein bisschen überrascht, dass so viele gekommen sind. Aber die Eröffnung ist alles super über die Bühne gegangen. Es war super. Der Fitpark in Nenzing soll einfach ein etwas anderes Fitnesscenter sein. Deshalb standen bei der Eröffnung keine Bodybuilder, sondern Musik im Mittelpunkt. Christoph Moser entzückte die Besucher mit seinen Einlagen und zeigte sich dabei gut im Saft. Christoph Moser, Musik und Fitness, wie passt das zusammen? Ja, wunderbar. Mein Fitness und Finger ist sowieso dasselbe und Fitness braucht jeder. Also auch mehr Musik und nicht nur wieder Finger. Sie haben ein ganz spezielles Angebot in Zukunft, werden eine CD auf den Markt bringen. Genau, ich habe ein ganz spezielles Projekt und zwar Klavier und Schlagzeug. Das nennt sich Piano Drum, also die beiden Instrumente zusammengefügt. Und da kommt jetzt im Oktober die erste CD raus. Da spielen ganz interessante Schlagzeuger, unter anderem der Chester Thompson von Genesis und Phil Collins. Weiters noch drei Schlagzeuger aus Wien und Los Angeles. Ebenfalls ein Bild vom Fitpark in Nenzing machte sich auch Ex-Fußballer Philipp Schwarz von der Sparkasse Feldkirch. Ja, Fitness ist natürlich heutzutage schon ein wichtiges Thema in der Gesellschaft. Immer mehr Leute versuchen natürlich, sich fit zu halten, gesund zu bleiben. Wellness boomt und da hat Michael Zech mit der Eröffnung dieses Fitnessstudios, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt erwischt. Im Vaigau gibt es ja nicht allzu viel in dieser Hinsicht, darum glaube ich, dass er auch recht erfolgreich unterwegs sein wird. Die Sparkasse, Ihre Firma und Fitness, das passt auch, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Ja, die Sparkasse Feldkirch versucht natürlich in diesem Bereich was zu machen. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich bei der Unterstützung von Unternehmen, in dem Fall junge Unternehmer. In dieser Hinsicht versuchen wir uns auch zu engagieren und die Leute nach vorzubringen. Und wenn es dann auch noch mit so einem Trend zusammenpasst, dann ist es umso schöner. Gerade im Vaigau war ein Fitnesscenter in den vergangenen Jahren immer Mangelware. Zwischen Frastanz und Bludenz gab es schlicht und einfach keines. Nun ist das anders und das freut ja auch den Nenzinger Bürgermeister. Ja, zuerst einmal ganz herzliche Gratulation an Mike. Ich denke, er hat hier wirklich eine tolle Einrichtung geschaffen, die nicht nur für uns Nenzinger sehr wichtig ist, sondern auch für die Region insgesamt. Und ich bin überzeugt, dass dieses Angebot gerne angenommen wird. Wellness, Fitness, das sind, denke ich, auch ganz wichtige Themen im nächsten Jahrzehnt. Und so bin ich natürlich sehr froh, dass wir hier im Wirtschaftspark eine weitere Bereicherung haben. Und den Bürgermeister werden wir hier auch sehen am Trainieren? Naja gut, ich habe von meiner Frau schon den einen oder anderen Hinweis bekommen, dass es vielleicht wieder mal nicht schlecht wäre, mal eine ordentliche Schwitzphase einzulegen. Und ich bin schon auf der Suche nach einem richtigen Gerät, wo man möglichst ohne viel Schwitzen möglichst schnell abnehmen kann, aber ich habe noch keins gesehen. Ne? Aber nicht nur der Bürgermeister Florian Kaseroller, auch Markus Borg, der Geschäftsführer des Wirtschaftspark Vaigau, zeigte sich sichtlich erfreut über den neuen Mieter im Hause. Der Fitpark ist grundsätzlich ein gelungener Abschluss der gesamten Vermietungsperiode und wir haben mit dem Fitpark einen Frequenzbringer gewonnen, den wir grundsätzlich von Anfang an auch gesucht haben. Und darum sind wir also sehr froh, dass wir dieses große Ziel erreichen konnten. Der Inhaber vom Fitpark, der Michael Zech, Spielertrainer beim FC Nenzing, ich glaube, ganz ein sympathischer Bursche.
Ja, der Mike Zeh ist seit einem Jahr Spielertrainer beim FC Ninzing und hatte schon einen sehr großen Erfolg. Wir sind wieder aufgestiegen in die Vorarlberg-Liga, haben spielerisch auch überzeugt und haben am vergangenen Wochenende auch einen Lokalkonkurrenten geschlagen. Also momentan läuft es sehr gut für Mike Zeh im sportlichen Bereich und ich wünsche mir, dass es auch hier im Fitpark sehr gut für ihn laufen wird. Fitnessgeräte auf dem neuesten Stand der Technik, eine Kletterwand und vieles mehr erwartet die Kunden. Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Skisaison sollte deshalb besser jetzt als gleich mit dem aktiven Training begonnen werden. Das beugt laut Roland Pfeiffer vom Vorarlberger Skiverband gleichzeitig auch Verletzungen vor. Der richtige Skifahrer, der hört sowieso nie auf zum Trainieren, das geht 12 Monate durch. Aber jetzt wäre natürlich schon der Zeit, um sich da die Muskeln in Form bringen. Dass man, wie gesagt, präventiv auf Verletzungen eine Auswirkung hat. Ein gesunder und leistungsstarker Körper ist aber nicht nur beim Skifahren das Um und Auf. Auch in den meisten anderen Sportarten steht die Fitness im Vordergrund. Deshalb hat sich auch FC Nenzing-Stürmer Rochus Schallert sofort für die neuen Trainingsmethoden im Fitpark interessiert. Sensationell. Hat er gut gemacht, der Mike. Ich bin stolz auf ihn. Freut mich viel. Und du hast ich habe gehört, du hast schon einen langfristigen Vertrag hier. Ja, muss ein Unterstützer, ein Kollege, oder? Ich bin froh, jetzt bin ich Nummer 1 dahin. Ja, taugt mir. Doch egal ob Fußball, Hausfrau oder auch Pensionist, der Fitpark soll für alle Sportbegeisterten eine neue Anlaufstelle werden. Und dass mit viel Herzblut alles machbar ist, kann Inhaber Mike Zech aus eigener Erfahrung erzählen. Er schaffte im Jahre 2010 schon so manche Hürde. Nenzing ist ein gutes Pflaster, im Sommer sind wir aufgestiegen mit Nenzing, in Vorarlberg-Liga, am Wochenende haben wir jetzt gegen Felcher gewonnen. Jetzt stand ich vor einem neuen Fitnessstudio, vor meinem neuen Fitnessstudio. Ja, das Jahr 2010 läuft einfach. Da kann man wohl sagen, es läuft. Alle weiteren Informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten erhalten Sie im Internet unter www.fitpark.at.